Haare richten hier, ne? Ich sehe ja eh scheiße aus, aber das ist ja egal. Ist okay, 3, 2, 1. Das war okay. Let's go! Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Man mag es kaum glauben, aber nach unzähligen Jahren, Jahrzehnten, Jahrtausenden hat es der gute Luga geschafft, auf meinen Kanal zu kommen. Luga! Hallo! Moin! Ich freue mich, dabei zu sein. Wird nice. Alter, das... Ich höre noch nicht genug Stimmung bei dir. Ja, es kommt, wenn ich dann gewonnen habe. Ach so, ah, Leute, so einer ist das. Der gute Luga, der ist auch YouTuber, solltet ihr wissen. Ne? Der ist ja auch in unzähligen Streams und sonst was bei mir dabei. Die kennen mich nur unter Luga, die wissen halt nicht, wer das eigentlich ist. Stimmt, machen wir nochmal. Willkommen, Leute! Mit dabei ist heute, wie gesagt, der gute GoZeta, a.k.a. Luga. Jetzt kennt ihr ihn. Wer nicht? Ja, was machen wir heute? Erklär mal was. Du wir hast heute so heute das. Ein Wundertausch-Bingo, das heißt. Bingo kennt ihr, hat der gute Dario auch schon ein paar Mal in Form von TCG gemacht, ne? Nur machen wir das Ganze jetzt halt mit Wundertausch. Und wir haben 10 Kategorien und die kann euch ja mal der gute Dario kurz ansagen, denn der hat die erfasst. So sieht's aus. Wir machen ein Wundertausch-Bingo, ne? Noch nie gemacht, noch nie gesehen, höchstwahrscheinlich in einem Stream oder sowas, aber ja. Heute in Videoform, das heißt knackige 20 Minuten Entertainment, ich weiß nicht, wie lange das Video wird. Mindestens 15 Minuten Entertainment am Stück, wie gesagt, mit dem Luga, mit mir und das Ganze in doppelter Ausführung, das heißt auf meinem Kanal, auf seinem Kanal und wir werden zusammen die Bingo-Sachen abhaken und falls ihr sowas öfter sehen wollt, ne, gerne ein Däumchen nach oben geben, schaut beim Luga vorbei, ganz, ganz wichtig. Und, ja, ihr seht die Kategorien höchstwahrscheinlich jetzt eingeblendet. Wir haben Kategorien und zwar, ganz simpel natürlich, wir haben 10 Minuten Zeit oder 8 Minuten, was haben wir gesagt, 10 oder 8? 10. 10. 10 Minuten haben wir Zeit, so viele Kategorien wie möglich abzuhaken. Und das sind die Kategorien. Wir haben Basis-Pokémon, das heißt, jedes Pokémon, was keine Entwicklung hat, ganz easy. Dann haben wir legendäres Pokémon, das heißt, wenn uns ein Legi über den Weg laufen würde, das, haken, ja. Hinner. Pokémon mit Item. Ne? Hat man auch das öfter mal gesehen, erklären, oder? Ja. Sollte machbar sein. Sollte machbar sein. Ja. Also wir haben ein paar Billo-Sachen reingenommen und ein paar Sachen, die etwas schwerer sind, damit man halt nicht ganz schnell fertig ist. Das sollte ja auch irgendwie spannend. Das Ganze soll ja auch irgendwie spannend sein. Dann, Pokémon ohne Geschlecht. Das heißt, Luca wäre zum Beispiel ein Pokémon ohne Geschlecht. Man richtig. Kennt's. So sieht's aus, ne? Nein, nein, Spaß. Natürlich so Magnetilo. Ich glaube, Naskin hätte auch kein Geschlecht. Gibt's genug. Sollte auch machbar sein. Gibt zahlreiche. Ja. Dann, Pokémon von Typ Gift. Warum auch immer. Erzählt euch, Luca. Naja, wir wollten halt irgendwas nehmen vom Typen. Und ich dachte mir, Gift gibt's nicht so oft. Und deswegen Gift. Ist mir gerade einfach reingefallen. Dario wollte Stahl nehmen und Stahl-Pokémon, hallo, das ist ja viel zu langweilig. Gifts. Ich sehe es jetzt schon, das erste Pokémon, was wir beide bekommen werden, wird Gift sein. Und Rattytox. Safe Call. Ja. Safe Call, ich sag's jetzt schon. Ich call es. Dann, Pokémon über Level 50. Ja, das, ne? Das sollte machbar sein. Ja, mal gucken. Meinst du nicht? Ja, schon schwierig. In 10 Minuten, ich meine, so viel Täusche kriegst du, glaube ich, auch nicht hin. Aber werden wir mal sehen. Kann man ja immer noch mal verbessern, sehen. Dann vielleicht in die nächste Folge, wenn es denn noch eine geben. So sieht's aus, wie Lukas schon sagt, falls ihr irgendwie Vorschläge habt, gerne die Kommentare damit, dafür sind sie da oder könnt ihr gerne abstimmen, so, yo, vielleicht ein, zwei Kategorien ändern oder sowas, dafür ja. Ist die Infokarte da, alles machbar. Dann haben wir noch Starter-Pokémon, Pokémon aus Gen 1 bis 2, das heißt für die Retro-Leute so ein bisschen, ne, das heißt, wenn man irgendwie so einen Hut oder sowas bekommt, kriegt man da auch gleich einen Punkt. Und, was ist das Blitz-K.O., Luca? Wenn man ein Shiny bekommt und ich kenne mein Glück. Hab das Gefühl, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ah, du hast ein gutes Gefühl dabei. Ja. Okay, also ich bin mir nicht so sicher, sag ich mal, was das Ganze angeht. Ja. Ich klicke einfach mal jetzt auf den Wundertausch. Ich auch. Klick auf Tausch starten. Ich würde sagen, wir starten dann gleichzeitig. Ne? Wir tauschen dann gleichzeitig, genau. Ich bin hier gerade bei der Zeit oder so. Hast du eine Zeit, die man stoppen kann oder ich kann das auch kurz machen? Ich habe einen Wecker, den ich stellen könnte. Dann machst du das. Ich tausche übrigens einfach irgendeinen Scheißwecker, also. Ja gut, ich fange an mit einem Bisofang, würde ich sagen. Und okay. Dann würde ich sagen, tauschen, bist du auf Ja? Ich könnte jetzt auf Ja klicken, ja. Okay, dann sagen wir 3, 2, 1, Start. Jo. Dann klicke ich auf die Stoppuhr. Ja. So, ihr seht es, hier die Stoppuhr. 3, 2, 1, go. Let's go! Oh Gott, das okay, es geht los, es geht los, es geht los. Okay. Jetzt kommt natürlich der Struggle, wie lange dauert es, bis der Tausch durch ist. Ja, das heißt, 10 Minuten können dauert. Schnell vorbei sein, glaub mir. Deswegen, er wollte erst 8 machen, das wäre viel zu kurz. Cool. Glaub mir, das wäre zu kurz gewesen. Hätte ich gar keine einzige Kategorie, ey. Also, mir dauert es jetzt ja schon. Hast du schon Tauschpartner? Nö. Ich auch nicht.
Das dauert ja mega lange. Dann bekommen wir uns ja gegenseitig. Das wäre. Dann bekommst du Shiny Giratina, dann hast du K.O. Ne, jemand aus Japan. Okay, das ist. Okay, komm. Guten Morgen, okay, heißt der hier. Also, sagt er. Manche sind ja echt nicht so schwer. Gen 1 bis 2 soll machbar sein, Gift-Pokémon. Das sind dann alles solche Billo-Sachen. Aber. Ja. Kann ja auch sein, dass man die nicht erfüllt. Und ich hab. Okay, oh, geil! Okay. Ich hab einen Alola Slimer. Ich hab einen Alola Dick da! Zählt das als Gen 1 Pokémon? Oder ich würde sagen. Eigentlich schon, ja. Die sind im Gen 1 Decks drin. Würdest du sagen, zählt? Okay. Ah, ich würde schon sagen, die zählen, ja. Ja? Ich hab auch noch ein Gift Pokémon, ne? Ah, dammit! Guck, ich hab's doch gesagt, Alter! Gleich zwei Stück. Ich hab's doch gesagt, ey. Tausch weiter hier. Komm, let's go. Einfach weiter in den Lachs. Und mein Dick-Dri hatte kein... Oh, ist über Level 50. Ja, meins auch. Ja, nice. Zwei Kategorien. Easy weg. Ich hab drei. Stimmt, du hast ja noch Gift. Ja. Aber Geschlecht hat ein Dick-Dri, glaube ich. Ich werde mir das nachher nochmal anschauen. Ja, das hat ein Geschlecht. Ich bin mir ziemlich sicher. Okay, ich mach gleich weiter, ne? Da geht ja die Zeit weg. Ja, ja, hau rein, also hau direkt rein, drei Stück kann man machen. Deswegen sagen wir auch Vorschläge, ne? Das kann ja... Ich habe jemanden aus Deutschland bekommen, ey. Lol. Ich bin echt dumm. Ich sollte eigentlich keine Shinies tauschen. Wenn ich wirklich nicht bekomme, dann hast du einfach gewonnen. Das wäre echt dumm, wenn du das machen würdest. Wenn das passiert, dann habe ich echt eine Bestrafung verdient. Flamiau, Starter! Ja, natürlich. Ich habe ihn aus Österreich. Let's go! Als ob. Ist doch scheiße, Mann. Nice. Also, ich bin schon gut dabei, würde ich sagen. Warte. Wir haben auch zwei Beiner, ne? Ich dachte schon irgendwas. Zwei Beine haben wir auch. Slimer, ja, aber Flamio leider viel. Slimer hat gar keine Beine. Oh, ja, Anton ist ein Zweibeiner. Cool. Freudig, Alter. Ich hau da raus. Hab Flamio ein Item? Boah, ja, Item. Kein Item. Sad. Mann. Ja, Anton, aber es läuft gut. Nice. Und meine Kamera macht die ganze Zeit hier Lichteinstellung, warum auch immer. Bleib mal so, wie du bist, Kamera. Ja, schon Basis haben wir auch, ne? Na. Ich glaube, Starter ist auch so ein Mittelding. Das kann man schaffen, wenn man jetzt da drin heißt. Aber kann man auch nicht schaffen, ist nicht so. Ich tausche jetzt keine Shinies mehr, weil ich habe Angst, dass ich wirklich dich bekomme. Wirklich. Ich tausche. Mach mal, nee. Wäre ich voll für. Nee. Ich habe jetzt hier den Kai aus Norwegen. Den Kai? Okay. Den Kai aus Norwegen, ich glaube nicht, dass du los bist. Nee. Mit meinem Gag. Komm, gib mir jetzt ein schönes, knackiges Pokémon auf zwei Beinen. Ich will ins Ziel reinlaufen. Die zwei Beiner sind jetzt nicht so selten. Jawohl. Na? Gibt schon. Lavita, zwei Beiner! Let's go! Hoffentlich kein Item. Ja, das habe ich auch noch nicht. Wie sieht's bei dir aus? Was kriegst du? Jetzt hier hab ich jemanden aus Japan. Ach, die Japaner geben so Scheiße immer. Bitte nein. Ey, die Japaner, ich sag dir, der gönnt dir jetzt gleich einen Shiny, Alter. Pass auf. Also dann hast du aber wirklich eine Bestrafung sofort verdient, ohne überhaupt, dass wir eine machen. Yo, Leute, stimmt! Gar nicht erwähnt. Erwähnen wir am Ende vom Video. Genau. Okay, komm, Pokéball. Ich hab immer noch kein Item. Dratini. Joa. Aber bringt mir in dem Fall jetzt nichts. Dratini ist gar nichts, Alter. Das gar nichts. Top, 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 aber Leute, wie doch. Gesagt, wir haben am Anfang des Videos schon reingeschnitten. muss der Verlierer auf Instagram ein rohes Ei trinken? Ne? Also das ist doch auch schon lecker. Ich bin ja immer noch für Haare färben. Willst du lieber Haare färben? Ich will lieber Haare färben. Okay, Haare färben. Haare färben für die nächste Challenge. Okay. Leute, der Verlierer muss... Ich würde sagen... Der Verlierer färbt sich die Haare in den Farben von dem letzten Pokémon. Oh, das ist eine Idee. Okay. Das ist eine Idee, ne? Okay, das machen wir. So, Dratini. Okay, ich hab noch. Also ist ein Zuchtrest, aber das bringt mir in dem Fall halt wirklich rein gar nichts. Also. Ich habe hier ein Pepe gerade bekommen. Das sind die Pokémon, die man immer bekommt. Ja, ja, wirklich. Aber Pseudo-Legi ist mir auch keiner will. Ne? Dratini, Pseudo-Legi. Ja, stimmt. Also Leute, falls ihr irgendwelche Ideen habt fürs nächste Bingo, wenn ihr das Format wiedersehen wollt, gerne in die Kommentare damit. Ich habe immer noch kein Item, ey. Immer noch nicht. Ja, das ist auch nicht so einfach. Da bekommt man nicht so oft, wenn dann halt nur so random irgendwie. Ja, daher sind die Kategorien nah, ne? Ich habe schon vier und du hast drei, ne? Habe ich da schon was? Spanier. Wow. Ernsthaft. Español. Der kriegt gleich einen Capalores. Obwohl, das ist Mexiko, aber ist ja beides irgendwie Spanisch. Das ist fast dasselbe. So, komm. Das muss es ich habe einen Deutschen wieder, ey. Deutschen sind echt gut vertreten im Wundertausch, muss man sagen. Ja. Ich habe einen Hutut. Hast du nicht vorher noch Hutut erwähnt? Bei den Kategorien? Ja, wow. Ja, ja. Das bringt mir einen Scheißdreck. Komm schon, jetzt gib Papa was Gutes. Was haben wir denn noch für Kategorien? Ich habe das Gefühl, dass... Okay, die meisten sind dann die Sachen von Starter, Item. Also mir fehlt noch Basis, Legi, Pokémon mit Item, Pokémon ohne Geschlecht und Gift. Pokémon ohne Geschlecht habe ich gar nicht drauf geachtet, ne? Na, aber gut, hatte ich glaube ich auch nichts. Immer drauf achten hier. Leute, ich habe meinen Vegeta-Sweater hier an, falls ihr es sehen könnt.
immer stylisch am Start, der Dude. Okay, Hut tut was schon mal nichts, aber... Gucken, ob ich heute auch den Saiyajin machen kann. Ich muss natürlich auch gucken, ob ich jetzt eins ohne Geschlecht habe. Ja, da muss ich jetzt auch nochmal gucken, ich glaube aber nicht. Nee, ich hab keins. Keins. Hut tut. Enton ist auch... Nein. Okay, dann tausche ich jetzt mal ein geiles Knierfisch. Ich verhaue jetzt gerade den Eisjung, das ist mein Gelatwino. Ist das Gelatwino oder wie heißt die weitere letzte Entwicklung? Gelatwino, ja. Gelatwino, okay. Ich bin ja Pokémon-Experte, oder wie? Mit den zwei Tüten. Genau, der mit den zwei Tüten, Alter, du weißt Bescheid. Hey, ja, du Alunke. Okay, komm. Südkorea. Südkorea, die geht mir auch nur scheiße. Behaupte ich jetzt mal. Pass auf, das wird jetzt reinlöten. Ich habe jetzt bei mir gar nicht drauf geachtet, aber es war, glaube ich, der Adam. Der Adam. Komm, Adam. Der bedankt sich jetzt hier für die leckere Eistüte mit Mangunio. Da Thierry. Bringt mir gar nichts. Da Thierry. Wer braucht sowas? Kein Mensch. Außer es hat ein Item oder so. Ja, dann brauche ich es. Dann will ich es ab. Nee, glaube ich nicht. Ja, Item ist nicht einfach. Nicht einfach. So, ich scroll jetzt nochmal kurz durch mein Team, ob ich ein Item habe oder kein Geschlecht oder sowas. Aber ich glaube nicht. Also ich habe jetzt auch geguckt, ich habe nichts gehabt. Kein Item. Nee, nichts. Nein, gar nichts. So, ich hau ein Kyogre weg jetzt, Alter. Let's go. Gern hau ich jetzt ein Dragonier weg. Brauche ich nicht. Der heißt Realisten mit Offensivbeste. Also falls ihr Ideen habt, was man nächstes Mal vielleicht auch wegtrainen kann, das heißt dann, vielleicht können wir nächstes Mal Bescheid sagen, dass ihr alle mittauschen könnt. Wäre vielleicht auch eine geile Sache, dass ihr dann halt auch mit agieren könnt. Mhm. Dass wir dann sagen, okay, wir tauschen jetzt nur noch Groudons weg. Und wenn ihr dann so einen Groudon bekommt, dann wisst ihr, oh jo, das muss ja höchstwahrscheinlich von dem Zero aus Deutschland sein. Oder dem Gozeta aus Deutschland. Deutschland, ne? Ich habe jemanden aus Deutschland. Wenn man schon davon spricht. Ich habe jemanden, keine Ahnung, Mr. Z irgendwas. Okay, Superball. Und das bekommt man auch ständig, dieses Vieh, ne? Pampuli. Pokéball. Gumi. Boah, hat Gumi ein Geschlecht? Ich glaube, ja. Gumi? Ja. Ich glaube, ja. Viscorage heißt es, glaube ich. Das hat ein Geschlecht, ja. Was? Und ich glaube, Pampuli auch. Wie kann ich denn immer noch kein Gift-Pokémon bekommen haben, ey? Das ist super bad. Hast du noch kein Gift-Pokémon? Nein! Noch nicht? Und wir haben nur noch 2 Minuten. What? Siehst du, ist super sad. Guck mal, wie schnell das vorbeigeht. Ich hau hier schnell weg, ey. Ich hau hier schnell weg. Habe ich ein Basis-Pokémon gehabt? Ich habe immer noch keins. Nee, ich hatte auch noch keins. Scheiße, warum? Basis-Pokémon ist doch eigentlich so einfach. Da gibt's doch schon viele, oder nicht? Dachte ich. Aber wie es aussieht, nicht? Scheiße. Aber wir machen es so, wenn jetzt die Zeit noch nicht abgelaufen ist, machen wir dann noch. Ne, wenn man im Tausch ist, zählt der noch, ja? Oder wenn ja, genau. Wir lassen dann den letzten Tausch noch zu Ende gehen. Okay, Japan. Japan, komm, gib mir jetzt was Vernünftiges. Jetzt am besten hier ein Legi, was kein Geschlecht hat. Shiny Legi am besten, ne? Legi rankt. Mein Gott, Legi reicht. Du hast ein Basis-Pokémon, Legi, ein Pokémon ohne Geschlecht und alles. Taniel, der hat kein Geschlecht. Nein! Das ist jetzt 4-4, let's go! Ne? Fuck. Ich habe ein Golbat bekommen, also wieder ein Gift-Pokémon. Sehr gut. Also das heißt, wenn du jetzt ein Gift-Pokémon bekommst, hast du gewonnen, glaube ich. Mir fehlen noch 4 Kategorien jetzt und dir auch, ne? Nee, ich hab bis jetzt erst 4. Okay. Du hast doch auch ich hab 4, jetzt gerade 5. Du hast 5, was hast du denn noch? Warte, zeig ich dir gleich, muss eben mich schnell beeilen. Also ich habe Pokémon ohne Geschlecht, Pokémon über Level 50, zweibeinige Pokémon, Starter-Pokémon und ach, Pokémon aus Gen 1 oder 2. Nein! Ich hab noch gar keinen Starter, ne? Alter, das kann sich so schnell entscheiden jetzt, ey. Das kann sich so schnell entscheiden, ich sag's dir. Das ist doch nicht wahr. Okay, Dennis aus Deutschland. Dennis, du bist ein Ehrenbruder. Komm, gib mir jetzt irgendwas. Japan. Nein! Gib mir einfach ein geschlechtsloses. Die Deutschen sind doch Gönner, Alter! Was? Die Deutschen sind doch Gönner! Achso, du hast noch nicht. Ich dachte schon, das ist auch gut. Ja, die sollen jetzt gönnen! Achso, okay. Nein, bitte nicht. Makuhita, das ist schlecht zum Glück. Okay, komm, wir haben noch 20 Sekunden. Komm, machen wir noch einen. Mehr brauchen 20 Sekunden. FM. Okay, machen wir noch einen Tausch, okay? Bruder. Was? Einen Tausch einfach noch. Schnell beeil dich, Mann. Komm. Ah, fuck. Scheiß, ich habe auf Zurücksetzen geklickt. Ups. Ja, aber es waren jetzt 10 Minuten. Also jetzt noch einen Tausch, dann war es das. Würde ich auch sagen. Das heißt, ich brauche jetzt noch was, sonst habe ich verloren, richtig? Ja. Fuck. Du brauchst jetzt noch was, sonst hast du verloren. Du musst jetzt was den entscheidenden Punkt machen. Okay. Ich tausche jetzt Shiny Giratina weg. Komm, enttäusche mich nicht, Junge. Alter, geschlechtsloses Basis-Pokémon, bitte. Komm.
komm schon. Ich brauche noch mal was Gutes hier. Ich muss meinen Sieg weiter ausbauen. Nee, du eben nicht. Ich brauche was Gutes. Ich brauche was Gutes. Du brauchst nichts. Ein Scheiß. Okay. Smash heißt der Boy aus den Vereinigten Staaten. Smash. Die haben immer hier, ne, Pikehex und alles. Ja. Das ganzen stimmt, Amis. Aber das heißt ja nicht, dass jetzt gib mir ein Shiny Legi für den Ultimativ Shot. Was, wenn wir jetzt beide ein Shiny kriegen, dann ist ja, haben wir beide gewonnen. Komm, gib mir ein Shiny, komm. Blanas, Bruder. Komm jetzt. Mein Gott, komm. Bruder, komm. Was kriegst du? Warte, komm, es muss nur ein was erfüllen, komm. Hyperball. Was hast du bekommen? Zora. Yes! Item. Let's hab ein go. Item. Warte. Hat ein Item? Ne, ich guck grad, vielleicht hat's. Ach so. Komm. Warum ist Zoro auch kein Legi? Ich hab kein Pokémon mit Item bekommen. Aber Zoro ist ja fast Legi, kann man da zählen lassen. Nein. Na, nicht wirklich, mein Freund. Nicht wirklich, mein Freund. Okay, die Abrechnung ist da, mein Freund. Es hat kein Item. Sad. Ich hab auch kein Pokémon mit Item bekommen. Aber ich bin sehr zufrieden, was es angeht. Also, man kann auch später mit Nations was machen, weißt du, mit Englisch, Spanisch, Italienisch. Ja. Das wären auch super geile Kategorien. Ja. Also, falls ihr weiterhin Bock auf diese kranken Folgen habt, gerne ein Däumchen nach oben geben, Leute, für Support. Und schaut beim Luca jetzt vorbei, denn da werden wir noch eine Folge drehen. Aber Leute, ich würde erstmal sagen, gewonnen hat der gute. Der gute hier, ne? Ihr wisst Bescheid. Der gute Quatsch. Zero. Das heißt, der gute Luca muss seine Haare färben. Mhm. Auf Instagram. Folgt den guten Jungen dort. Ihr werdet ja sein Instagram höchstwahrscheinlich dann unten in der Videobeschreibung haben. Ja. Gerne abchecken. Mhm. Und ich würde sagen, Revanche auf deinem Kanal. Hast du Bock? Warte, welche Farbe muss ich überhaupt machen? Warte, was habe ich als letztes bekommen? Zora. Schwarz. Schwarz! Das sieht bei mir scheiße, es fällt aus. Nein! Let's go! Nicht dein Ernst, oder? Ripperino. Schwarz. Ja. Tüdelü!